Monsieur Hartnett. Keine Ahnung. Dieser Hund geht nicht raus und fängt nach. Na, lass ihn doch etwas kappen. Was hat er hier überhaupt gemacht? Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen zu stellen. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Steh auf. Steh auf. Komm schon, schneller. Süße Träume, Mann. Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange drauf. Na los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Da bist du schon so weit? Oh, noch Zeit. Steck ihn wieder rein. Ich kann das den ganzen Tag. Ach du kleiner Scheiße! Ugh.
ist trocken. Heute Abend. Ich und mein Glück. In Ordnung, Mann. Kein Wort. Rein. Zumachen. Lass uns doch erstmal rein. Bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser wird es die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut, schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung! Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute, wow! Ja.
Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Aufgeben! Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Tantana. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhaus mit die Crane und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier?